Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, heute einen Follower- oder Fanwunsch erfüllen zu dürfen. Und was das genau ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video heute am 28.03.2021. Es ist ein wundervoller Sonntag. Wir waren schon fast 15 Kilometer zu Fuß mit unserem lieben Hund, der Jackie, und zum Rottweiler-Mädchen unterwegs. Und meine Mädels, die sind gerade draußen und spielen. Vielleicht hört ihr die durchs offene Fenster. Ich habe sie jetzt einfach mal entlassen, ja, mehr oder weniger. Und es gab mehrfach schon den Wunsch, Tobi, zeig doch mal das da. Und was das da ist, das zeige ich euch jetzt. Und das ist im Prinzip das Panini-Sticker-Album. Ja, das habe ich jetzt schon mal letztes Jahr, wo ich eins bekommen habe, was nicht vollständig war. Und ich glaube auch letztes Jahr, wo ich dann, nee, vorletztes Jahr war das, glaube ich, das ist egal, weiß gar nicht mehr. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Aber der Wunsch war, Tobi, kannst du mal vielleicht bitte das komplette Sticker-Album Seite für Seite zeigen? Und ja, ich habe es versprochen und ich habe gedacht, heute haben wir so einen fantastischen Tag gehabt. Wir haben eine wundervoll riesengroße Bärlauchstelle gefunden, haben auch noch Bärlauch gesammelt dann. Und ja, mir ging es gerade so gut und habe ich gesagt, hey, ich setze mich jetzt einfach mal hin und zeige das Sticker-Album. Wir blättern es Seite für Seite durch. Ich sage euch, auf was ihr achten müsst, wenn ihr euch so eins besorgen wollt in komplettem Zustand. Und ja, da habe ich gedacht, das mache ich mal. Ich glaube, ich habe ganz viel Freude dabei und ich hoffe, ihr habt die auch. Meine fantastischen Töchter sind, wie gesagt, draußen und können jetzt nicht Hallo sagen, aber ihr könnt euch sicher sein, dass sie euch ganz, ganz lieb grüßen werden. In diesem Sinne übrigens danke für die vielen lieben, lieben Grüße und die vielen Zuschriften, die die letzten Tage kommen und die lieben Grüße an meine Töchter. Sie haben sich wirklich total gefreut und denen macht das auch Spaß. Also, ich werde jetzt die Perspektive ein bisschen ändern, dass die Kamera halt, ja, dass ich das nicht irgendwie so machen muss. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Los geht's. So, meine Lieben, hier bin ich wieder. Und ja, ihr seht hier meine Mondos. Und ich ja, komme jetzt einfach mal runter und zeige euch jetzt das Sticker-Album. Ich mache das Freihand. Ich habe mich dazu entschieden, das Freihand zu machen und hoffe, dass ich euch das nicht zu sehr verwackel. Das hier ist mein persönliches Sticker-Album. Ich habe noch eins, das werde ich demnächst abgeben. Ich weiß, das sage ich schon ein halbes Jahr, aber ich brauche tatsächlich ja auch keine zwei. Ja, wir fangen direkt beim Cover an. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr wackel, meine Lieben. Ich gebe mir auf alle Fälle sehr, sehr viel Mühe. Das Cover des Sticker-Albums finde ich total schön. Es ist natürlich sehr ikonisch hier. Der He-Man mit Teela und Orko hier mit dem Titel Die Giganten des Universums. Ich finde es super, super schön gezeichnet. Also ich finde es ganz, ganz großartig. Auch der Orko, der He-Man ist toll. Teela natürlich immer, ihr wisst, ich bin ein Teela-Fan. Das Schild hier finde ich sehr spannend, wie sie das gemacht haben. Und natürlich hier, ja, Figurine, Panini, das Panini-Logo und dann der allseits bekannte Masters of the Universe Schriftzug. Ja, Mattel Incorporation, jetzt wird es nicht scharf, ist natürlich ein bisschen schwer, weil es spiegelt. 1983 All Rights Reserved und hier auf der anderen Seite 1983 Filmation All Rights Reserved. Bei den Sticker-Alben solltet ihr, wenn ihr euch eins besorgt, ein bisschen aufpassen, dass ja, die Kanten hier einigermaßen noch in Schuss sind. Das ist in meinem Fall tatsächlich so. Auch hier der, ja, mehr oder weniger Rücken. Wir haben hier ein paar Creases mit dabei, aber das ist wirklich schon in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand. So, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Seite. Wir schlagen das Album mal auf.
Hier auf der, ja, auf der ersten aufgeschlagenen Seite. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, ist dieser Sammeltauschen, Nachbestellen, Panini, ja, Einleger. Den finde ich persönlich sehr wichtig, dass der einfach auch mit dabei ist. Das macht natürlich auch so ein Album komplett. Und ja, auf der Außenseite haben wir natürlich hier eine wunderschöne Zeichnung von den, ja, Dämonen. Wir kennen die auch aus dem Filmation. Das ist ja ein Filmation-Sticker-Album. Hier Schauplatz Eternia, ein Schwert weist zum Himmel und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen, nicht weil ich es nicht kann, sondern weil es wahrscheinlich viel zu lange dauert. Ich finde es also wunder, wunderschön. Und wenn man diesen, ja, Einhefter umschlägt, geht es los. Masters of the Universe. Ich finde die Darstellung des He-Man total gelungen. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Und ja, es geht los mit der Geschichte. Und King Randor ist mit dabei, He-Man ist mit dabei, Queen Malena ist mit dabei, Trapjaw, ja, Soar. So wird die Geschichte eingeleitet. Und es ist eine wunderschöne Zeichnung. Ich stehe ja so auf diese relativen einfachen Darstellungen der Masters of the Universe. Und dann starten wir tatsächlich auch gleich auf die erste Seite. Jetzt habe ich eins überblättert. So, jetzt geht's los. Ja, die Strahlen des Diamanten des Verschwindens. Das war tatsächlich die erste Folge, wo auch im Filmation-Cartoon die Sorceress eingeweiht hat. Das war das, wo Skeletor im Prinzip seine Schurken vorgestellt hat, wie er was ist. Also er hat jeden Einzelnen vorgestellt. Hier haben sie sich dann getroffen, als er sie nach Snake Mountain quasi gebeamt hat, nach der einzelnen Vorstellung. Und dann geht es auch schon los mit der Geschichte. Es ist immer sehr schön hier, 2, 3, also hier sieht man dann, welche Aufkleber hier hin müssen, Aufkleber 2, Aufkleber 3, hier war der erste Aufkleber. So wird natürlich auch durch die Geschichte ja, dieses Panini-Sticker-Albums entsprechend durchgeführt. Ja, wir kennen natürlich Orko mit seinen Zaubertricks hier, der Trick, der im Prinzip ja nicht geklappt hat, mit Duncan. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen unscharf werde. Ganz schön finde ich auch die, ja, die Abwechslung zwischen den gezeichneten Schwarz-Weiß-Seiten und natürlich den einzelnen Aufklebern. Hier die Verwandlungsszene, die ikonische Verwandlungsszene von He-Man vor Castle Grayskull, wie Battlecat sich verwandelt. Also das ist schon sehr gut und hier geht es dann natürlich auch schon auf in den Kampf He-Man auf Battlecat. Wunder, wunderschön. Ich finde auch die Sticker sind, das sind jetzt hier 2 Sticker, ja, die sind wirklich gut geklebt worden von diesem Kind, was das damals, ja, geklebt hat. Es ist nicht mein persönliches, ich hatte das Album damals auch, aber, ja, wie das halt so oft ist, ich habe es leider nicht mehr. Also ich musste mir das auch kaufen. Ihr müsst für ein Album in diesem Zustand, ja, circa mindestens mal 100 € rechnen, damit seid ihr dabei. Hier kommt natürlich hier Skeletor, Beastman, Merman, Evelyn und seine Robots im königlichen Palast an und lässt hier Man-at-Arms, Malina und King Randor entsprechend verschwinden. Orko hat Glück, er hat diesen Topf, weil er gerade gezaubert hat und erschrocken ist, der in dem auf den Kopf gefallen ist, der ihn geschützt hat vor dem Strahl des Verschwindens und warnt natürlich dann entsprechend He-Man, der dann sich gleich auf die Rettung macht. Hier wird versucht, ich finde, oh, ich finde das ist so genial. Ich finde das so cool gezeichnet. Das ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Und hier versuchen die Bösen, die Maulbrücke von Castle Grayskull aufzuzeichnen, aufzureißen, aufzuziehen. So, und jetzt habe ich es. Sie schaffen es dann auch irgendwann. Und dann steht natürlich He-Man, der Kämpfer für das Gute, der nicht scharf werden will. Steht natürlich dann im Maul von Castle Grayskull drin und schnappt sich natürlich als erstes mal He-Man, Quatsch, Beastman. Hier sieht man, da ist ein kleiner Versatz, aber es ist immer noch sehr, sehr, sehr gut geklebt. Die Kämpfe, die sind ja sehr, sehr schön.
gezeigt hier. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz was gucken, es tut mir leid. So, und ja, hier zerstört He-Man mit purer Manneskraft den Diamanten des Verschwindens. Und He-Man ist ja selbst in der Zeichentrickserie schon verschwunden gewesen. Er war weg und ist dann im Spiegel bei Zoar hier in diesem Zeitspiegel aufgetaucht und hat dann mit seiner kompletten Kraft es dann doch geschafft, den Diamant des Verschwindens zu zerstören, worauf er dann natürlich auch die verschwundenen Freunde wieder gerettet hat. So, ich habe einen ganz kurzen Cut machen müssen. Wir blättern wieder um zur nächsten Seite. Ich habe das Problem bei meinem, ich kann irgendwie nur oben umblättern. So, jetzt habe ich es ganz drauf. Prinzessin Tilas Schicksal, auch hier wieder eine Filmation-Geschichte, wo Marlena, die ja von der Erde kommt, mit ihrem Raumgleiter abgestürzt ist und hier ja, ja mit Prinz Adam sich diese Geschichte auch nochmal anguckt. Hier auch Tila natürlich in der Erinnerung mit dem mit der Erinnerungsmaschine schaut, wie sie von Duncan, also Man at Arms, aufgezogen wurde. Und ja, eine schöne Geschichte wieder mit ganz, ganz tollen Zeichnungen hier mit dabei. Tila, die sehr traurig ist und von Orko dann getröstet wird. Es geht dann weiter. Ja, Tila macht sich auf den Weg und wird dann ja, von den Shadow Beasts angegriffen, ist ganz allein unterwegs. Hier sieht man auch hier ein bisschen das, die kleinen Versätze, aber ich finde das schön, ich finde das romantisch. Natürlich wäre es schöner für uns Erwachsene, wenn das alles passend genau wäre, aber das, meine Lieben, das haben halt Kinder geklebt und ich finde, das ist einfach, es ist einfach schön. Hier gibt es ein Popotritt, eine sehr schöne, lustige Zeichnung und ja, Tila hat hier ihre Kette, ja, diese Perlenkette quasi, die zur Explosion führt, weggemacht und trifft dann hier ja, den Magier, der ihr erzählen will, was da passiert ist. Hier kommt auch die Geschichte schon vom jungen Man at Arms, der dann letzten Endes das erzählt. Ja, und es geht weiter natürlich in der Geschichte, in der Filmation-Geschichte. Skeletor und Beast, Quatsch, Beastman, Merman sitzen da, beobachten das. Teela wird entführt, ja, und so kommt das Ganze, dass He-Man sich natürlich auf den Weg macht hier. Skeletor, Quatsch, Mermans Stab mit der Perle, der war auch bei den Neo Vintage Merman mit dabei. Übrigens tolle Linie, ich liebe diese Linie, ich habe sie komplett gesammelt und He-Man kommt natürlich ja, zur Rettung und ja, möchte Teela retten. Ich fand diese Folge auch total cool gemacht, ja, mit dem Monster und wie es gerettet wurde. Und am Schluss natürlich hier, Zoar hilft den beiden. Und reißt Merman den Stab heraus, ja, sodass dann irgendwann am Schluss He-Man diesen kompletten Berg umdrücken kann und ja, das Monster quasi in dem Felsbrocken Hagel das Meerungeheuer vergraben wird und so geht das weiter. Teela erfährt in dieser Folge tatsächlich, dass sie die Tochter ist und aber es gibt dann so eine Art, ja, Vergessenszauber bei Man in Black, würde man sie blitzdingsen, aber hier vergisst sie das Ganze. Und es ist eine sehr berührende Geschichte. Ich finde es heute noch sehr berührend und ja, kriegt dann ähnlich wie The Sorceress auch immer wieder ein bisschen feuchte Augen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Weiter geht's mit der Fluch des Zaubersteins. Auch hier wieder ganz klassisch die Mischung zwischen den Zeichnungen und ja, den Aufklebern. Hier immer wieder neue teuflische Ideen, hackt Skeletor aus. Diesmal geht er mit Evelyn ins Land des Feuers, um aus dem Tempel der Feuermenschen den Zauberstein zu stehlen. Also es ist einfach sehr, sehr schön geschrieben und die Geschichte nimmt ihren Lauf mit tollen Bildern, mit tollen, ja, heute wird man sagen, Screenshots, ja, aus den Filmation-Cartoons und wundervolle Zeichnung. Ich finde auch Evelyn hat so dieses, ach, diese, ich muss mal gucken, ob ich es jetzt gerade kriege. Ich wackel halt auch ein bisschen sehr. So, sie hat natürlich genau dieses Herablassen, diesen herablassenden Blick hier. Ja, und He-Man kämpft natürlich wieder hier mit seinen Schlägen gegen die Hoverboards mit Stratos und Ram-Man, den ich übrigens liebe. Ich finde, Ram-Man ist ein cooler Charakter.
Ich weiß, er ist leider viel zu unterschätzt, meiner Meinung nach. Und ja, es geht weiter. Skeletor wirft oder ja, verlässt die Helden, unsere Helden, in einem Verlies, in einer Falltür verschwinden. Und dann kommen natürlich dann später auch die, ja, das Feuervolk, die natürlich dann He-Man und seinen Mannen auch begegnen. So, ich muss jetzt wieder da oben hin. Dann klappt es auch. So, He-Man kämpft natürlich ja, wie ein tapferer Held, wie es sich gehört, gegen das Feuervolk und auch gegen gegen das Ungeheuer mit seinen Tentakeln und gewinnt natürlich dann auch entsprechend diesen Kampf. Und wie soll es denn auch anders sein? Ja, hier sieht man dann nochmal den magischen Stein und He-Man, ja, schleudert den zurück ins Land des Feuers am Schluss und rettet somit natürlich Eternia. Das Ganze geht weiter, der Zeitkorridor, die nächste Folge. Und ja, eine spannende Geschichte, auch wieder hier, ja, versucht Skeletor ein Volk zu unterdrücken. Und ja, nimmt die Festung mehr oder weniger ein, baut eine Festung, ja, und so geht die ganze Geschichte los. Ich fand es immer sehr schön, wie Orko natürlich auch immer versucht hat, alle miteinander zu ja, verbinden und Freundschaften zu hegen. Hier haben wir eines der großen Viererbilder mit einem großen Versatz zwischendrin, aber das ist nicht tragisch. Man sieht ihr auch, heute wird man sich tierisch drüber aufregen, ja, dass hier verschiedene Farben sind. Das war damals so, das ist heute so und ich glaube, das wird tatsächlich uns auch in der Zukunft begleiten. Es hat natürlich immer auch ganz, ganz, ganz viel Charme. Schöne große Festungen, wo sie dann vorne dran standen und dann ging es natürlich wieder los. Tschabum, tschatschak, ja, und alle haben gekämpft. Wunderbar, so geht es dann weiter. Ihn hat er, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig war, den Ollo hat er, glaube ich, mal wieder in den Matsch geschmissen. Ich bin mir gar nicht genau sicher, wie es genau war jetzt. Ja, und es ging natürlich weiter, hier auch mit diesem Tentakelmonster, wo die Arme dann abgehackt wurden, damit sie wieder freikamen. Aber gestorben ist ja nie, ist dann irgendwann ja, verpufft, mehr oder weniger. Und ja, Skeletor war natürlich dann auch nochmal am Start und hat mit seinem Havoc-Staff dann verschiedene Strahlen, die He-Man ja immer sehr, sehr, sehr geschickt mit seinem Laserschwert, ja, mit seinem Laserschwert, sage ich, mit seinem Zauberschwert abgefangen hat. Und ja, letzten Endes ging es darum, dass He-Man das Rad der Zeit so schnell beschleunigt hat und dann mit einem Faustschlag in den Himmel ja, geschleudert hat, wo es dann explodiert ist und somit war die Geschichte dabei, vorbei. In der Mitte des Heftes gab es eine wunderschön kolorierte, und da seht ihr, da wird es auch gleich schärfer, weil das einfach mit den Farben da immer ein bisschen leichter ist dann. Gibt es eine wunderschöne Geschichte, immer triumphiert unser Held. Und all diese ja, Charaktere hier, das sind alles einzelne Aufkleber. Und hier hat das Kind, auch das hier, ne? Das ist auch ein Aufkleber von Merman. Ja, also das sind alles Aufkleber. Hier hat dieses Kind wirklich ein unglaublich fantastisch sich viel Mühe gegeben. Und ich finde das so wunderschön, was hier gemacht wurde. Ich bin total begeistert von dieser, das war ich als Kind schon, von dieser Art und Weise. Erinnert mich so ein bisschen an die Lady Bird Comics, hat so ein bisschen den Stil von den Lady Bird Comics. Ja, was hier so gezeigt wird, ich finde das wunderschön. Also alles einzelne Aufkleber, das ist ganz, ganz, ganz toll. Ganz toll gezeichnet. Ich bin so dankbar, dass ich dieses komplette, ja, Panini-Album habe, wo auch wirklich alles sehr, sehr, sehr schön gemacht ist. Hier natürlich die Filmation Castle Grayskull. Es ist also ach, ganz, ganz toll. Auch Ram-Man wieder so. Ich finde Ram-Man gut. Ich weiß, Ram-Man wird nicht gerne gesehen. Er wird nicht so gemocht. Ich finde ihn klasse. Ja, mir gefällt der Ram-Man einfach richtig gut. So, hier auch wieder King Randor und Queen Marlena. Einfach, es ist einfach toll. Es ist kindlich. Es ist eine schöne Geschichte. Und ja, ich bin einfach total fasziniert. Hier auch Snake Mountain. Ja,
Wunderschön mit den Drachen und mit den ganzen Monstern, die in den Geschichten mit dabei waren hier. Ach, wunderschön. Und He-Man, der sich natürlich allen Monstern mit Battle Cat stellt. Und Orko, ja, er ist natürlich auch immer wieder dabei. Gehen wir weiter. Die Invasion der Drachen, auch eine meiner Lieblingsfolgen, natürlich neben dem Diamant des Verschwindens. Meine erste Folge einfach, habe ich ja mal gesagt, warum es meine Lieblingsfolge ist. Aber da kommen wir auch noch mal drauf. Die Invasion der Drachen war für mich auch eine ganz, ganz großartige Folge, wo ich ganz viel heute noch ganz viel Spaß habe, das zu gucken. Orko, der dann gezaubert hat und ganz, ganz viele von sich her gezaubert hat. Und er dann, wie man es hier unten auch sieht, dann gedacht, oh Gott, was habe ich denn hier wieder gemacht? Letzten Endes hat der Drache, der von Skeletor, ja, mehr oder weniger, in seinen Bann gezogen wurde, den Königspalast auch angegriffen. Hier auch wieder eine ganz tolle Zeichnung. Also ich finde es wahnsinnig gut, wie das damals in diesem Panini-Album umgesetzt wurde. Und ja, He-Man, der sich dann natürlich hier wieder verwandelt und versucht, gegen den Drachen zu kämpfen. Und ja, auch hier wieder eine schöne Geschichte auch aus den aus der Neo Vintage Line. Dieser Plaster, der war nämlich bei den Neo Vintage Line von Super Seven auch für Man at Arms dabei. Er konnte ihn zwar nicht halten, weil er es natürlich wie von den Vintage Figuren war, aber er war dabei. Ich fand das cool. Ja, neben einer sehr, sehr großen Keule. Hier sind wieder die Schergen des Bösen. Ich hoffe, dass mal gucken, ob es scharf wird. Jawohl, da sind die Schergen des Bösen. Sehr, sehr coole Zeichnung. Und ja, hier erscheint natürlich He-Man, der gerade auf Battle Cat reitet, die Sorceress wieder und sagt ihm noch was. Auch diese Szene ist unverkennbar. Skeletor, wie er in Castle Grayskull einmarschiert und ja, die Drachen, die natürlich dann irgendwann auf der Seite des Guten stehen und sich dann verbünden und dann ganz viele Drachen vor Castle Grayskull stehen, wo Skeletor einen ja, Schutzwall, einen energetischen Schutzwall um Castle Grayskull gestellt hat und die Drachen mit ihrer ganzen Feuerkraft dagegen speien, bis dieser dann explodiert. Und hier schöner Kampf zwischen Ram-Man und Chopper, das war sehr, sehr cool gemacht, als Chopper sich dann die Birne reibt, als er dann von Ram-Man umgeballert wurde und eine ganz, ganz unglaubliche Szene. Ja, dann einfach da passiert mit Skeletor hier auch als er dann groß wird und die Drachen natürlich dann ihn retten. Schade, dass dieses Bild hier nicht mit dabei ist, aber naja, kommen wir zur nächsten Geschichte. Kolossos, das Wiedererwachen heißt es hier und das ist natürlich auch eine Geschichte. Kolossos fand ich total krass, ja, als Skeletor dann hier versucht, also erstmal hier die Guten dann versteinert, ja, auch Man at Arms ist davon betroffen und ganz, ganz viele andere. Und ja, hier sieht man es natürlich, es gibt viele Kämpfe, er kann Menschen in Stein verwandeln und Steinfiguren kann er zum Leben erwecken. Hier wird versucht, dass der versteinerte Man at Arms wieder zum Leben erweckt wird. Und ja, letzten Endes, es ist ein Kampf hier. Wunderschön, dass Prinz Adam, ja, ich weiß gar nicht, warum Prinz Adam immer so als Feigling dargestellt wird. Prinz Adam hat in den Hörspielen gekämpft. Er war ein guter Techniker. Sicherlich war es so, dass er im Filmation-Cartoon ein bisschen einfacher oder ein bisschen ängstlicher dargestellt wurde. Aber im Großen und Ganzen ist Prinz Adam gar nicht mal so der große Feigling. Ja, hier ist He-Man, wo er diese das Juwel des Feuers erholt und dann zermalt, damit Sorceress hier diesen speziellen Ring fertigen kann, wo He-Man dann die Energie quasi umdrehen kann. Und ja, hier ist er auch schon. Ich habe es eben gesagt. Das ist dieser Ring, der kommt über die Steuereinheit drüber. Hier erwacht auch schon Kolossus. Skeletor kriegt hier Kolossus zum Aufwecken. Und Kolossus greift Castle Grayskull an. Das geht hier natürlich ein bisschen schneller, wie es normal war. Und He-Man haut ihm dann einmal gegen den Fuß. Und Kolossus zerbricht in 1000 Stücke. Alle jubeln und alle sind ja, sehr, sehr glücklich. So. So, ich musste gerade noch mal einen ganz kurzen Cut machen, weil ich knie hier auf dem Boden. Ich muss mich ein bisschen anders hin.
Die Geschöpfe des schwarzen Sumpfes, auch hier wieder natürlich Filmation-Geschichte. Wunderschön hier in diesem Teerbad, ja, wo Orko sein Amulett natürlich auch wieder gesucht hat. Und ja, das schöne Orkos Schlafzimmer finde ich total cool. Hier wäre es natürlich mal cool, ein schönes Diorama zu haben, Orko. Also das, ich finde das total genial. Und ja, die Geschichte nimmt natürlich ihren Lauf, wo Orko dann das Amulett sucht und von Skeletor erstmal geschnappt wird und dann hier das, ja, das Ungeheuer, das Monster erweckt wird, was dann natürlich im Bann der Bösen steht. Und ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr cool gezeichnetes Ungeheuer gewesen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie das aufgebaut wurde. Letzten Endes nimmt die Geschichte ihren Lauf und sie greifen natürlich mal wieder den Königspalast an, nehmen Gefangene, ja, weil, weil hier natürlich auch wieder die Menschen beeinflusst wurden von Skeletor, der dann auf dem Thron vom Königspalast sitzt und Orko, er dann doch noch den, ja, sein Amulett findet und mit dem Amulett er natürlich auch hilft, dass dieses Monster, ja, zum Verschwinden geht und am Schluss feiern sie alle und hier gibt es natürlich noch eine Überraschung für Edwina, die dann schreiend aus dem Königspalast entschwindet. Cecils Lied ist die nächste Geschichte, war für mich jetzt tatsächlich nicht ganz so eine optimale Geschichte, aber ich fand es trotzdem schön, weil grundlegend glaube ich, gibt es keinen Filmation-Cartoon, wo ich sagen würde, oder keine Folge, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie nichts, so, was mir so gar nicht gefällt. Aber naja, manche Folgen waren halt nicht so gut. Aber das haben wir ja überall. Das haben wir ja tatsächlich auch heute bei modernen Serien. Ja, haben wir das jetzt auch noch. Und auch hier wieder kommt natürlich He-Man und Lizard Man. Ja, war da auch dabei. Bin mal gespannt, ob es da auch nochmal eine Figur gibt. Kommen zu Hilfe. Und ja, ihr seht, Cecile wurde hier entsprechend, ja, es sah so ein bisschen zombie-mäßig aus mit den weißen Augen. Hier gab es übrigens ein Playset im Filmation-Cartoon von der Castle Grayskull, wo man dann geguckt hat, wie kommt man da rein. Und Cecile hat dann vor Castle Grayskull letzten Endes ja, betäubt, wie sie war und ja, beeinflusst, wie sie war, als, ja, wie soll man sagen, zweites Ego oder so, versucht hier Einfluss zu nehmen. Und natürlich kommt auch hier wieder He-Man zu Hilfe und ja, wird dann halt entsprechend ja, unterstützt von seinen Freunden. Und hier, dieses Monster ist auch ja, so ein bisschen parallel zu den Jungs von Moto Fan Fiction and Friends. Da gab es ja jetzt das Comic, ich durfte ja diese Lesung machen. Also man hat immer so ein paar schöne Elemente, die man verbinden kann. Natürlich am Schluss wird wieder alles gut für die Freunde und dann ja, funktioniert das. Das war die letzte Geschichte, die auch mit dabei war. Und auch hinten hier seht ihr, ihr habt hier ja, nochmal nachbestellen, so wie jetzt gemacht. Das heißt, ihr konntet hier verschiedene Sachen einfach auch nachbestellen. 9 Bilder, also jedes Bild hat 10 Pfennig gekostet. Das ist unglaublich. Und 9 Bilder, 1,90 Mark, das war Wahnsinn. Und ja, wie man nachbestellt, hier hat man die Adresse gehabt, damals noch 4-stellige Postleitzahlen. Unglaublich toll. Und ja, es kann schon mal vorkommen, dass es 2, 3 Wochen dauert. Das war tatsächlich damals nicht ungewöhnlich, dass man Wochen auf etwas warten musste. Und ja, hier hat man den Bestellschein. Und ja, es war und die Adresse, wo es natürlich hingeschickt wurde. Und das, so war das damals. Ja, Deutschland, Schweiz, Österreich. Also da waren noch ein paar Informationen. Ja, und hier natürlich das Backcover. Auch hier wieder natürlich immer auf die Ecken achten, ja, dass da alles einigermaßen sauber ist. Und hier sieht man es nochmal, Axel Springer Verlag, ja, unverbindliche Preisempfehlung, 50 Pfennige. Das ist unglaublich, ja, hat das Album gekostet. Und ja, das war es jetzt erstmal aus dieser Sicht. Ich hoffe, es war okay für euch. Es ist nicht ganz so leicht, weil ich das immer mit der Hand machen muss, aber jetzt drehe ich die Kamera nochmal um und dann sehen wir uns nochmal. Ja, meine Lieben, ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch einen relativ guten Einblick in das Panini, wups, so, in das Panini-Sammelalbum geben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, das anzugucken und konntet mir so ein bisschen folgen, wie ich Freestyle das Ganze kommentiert habe.
Wie ihr wisst, habe ich keine Skripte in meinen Videos und von daher ist es für mich immer spannend, wie die Videos bei euch ankommen. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung mal über das Panini-Sammelalbum schreibt, vor allem auch über meins, wie ihr meins findet, so auch vom Zustand her und so. Das interessiert mich natürlich schon sehr. Und ja, vor allem interessiert mich, ob ihr das Panini-Sammelalbum auch in eurer Sammlung mit dabei habt und wenn nein, ob ihr euch das vielleicht irgendwann 2021 oder in den zukünftigen Jahren mal zulegen wollt. Es gibt ja diverse Online-Plattformen. Ich sehe gerade, meine Kamera ist ein bisschen, ach nee, doch nicht. Ist ja, gibt ja verschiedene Online-Plattformen, wo man sich das durchaus auch ersteigern kann oder besorgen kann. Vielleicht auch mal von einem Sammler oder so. Ich finde das jedenfalls ganz, ganz klasse. Und das ist wirklich etwas, wo ich persönlich super, super schönes Retro-Feeling bekomme. Ich liebe dieses Album. Ich liebe die Bilder. Jeden einzelnen Aufkleber finde ich fantastisch gut umgesetzt. Und ja, ich freue mich über eure Kommentare. Lasst uns anständig und ja, kreativ austauschen über dieses Album. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir persönlich für meinen Kanal sehr. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und mich zum ersten Mal vielleicht seht, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr dann gerade dabei seid, dann aktiviert doch auch bitte die Glocke, sodass ihr immer mitkriegt, wenn ich und meine Töchter, die normalerweise dabei sind, aber jetzt gerne draußen noch ein bisschen die Sonne genießen dürfen, bevor wir Abend essen. Ja, wenn ihr das mitkriegt, wenn wir ein neues Video einstellen, meine Lieben. Das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntagabend oder wann immer ihr dieses Video halt anguckt, einen fantastischen Resttag, eine fantastische Restwoche. Bleibt gesund, meine Lieben, und vor allem bleibt anständig. In diesem Sinne bin ich raus. Ich zeige euch nochmal eines meiner Lieblingsstücke, was jetzt Papier und so weiter, Bücher, Hefte und so angeht. Lasst es euch gut gehen. Wir hören voneinander und bis dann. Ciao.